Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es geht nahtlos weiter mit der Champions League der Frauen. Wir sind jetzt mal ganz schnell rübergewechselt vom kleinen Camp Nou ins Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam-Babelsberg. Dort sind die Turbinen bereits schon mit der zweiten Hälfte beschäftigt. 47 Minuten sind aktuell absolviert und Sie sehen den Spielstand eingeblendet. Potsdam führt mit 2:0 und das heißt, nach dem Hinspiel in der Gesamtaddition ist es mal wieder zweistellig geworden. Hatten wir vor dem Viertelfinale nicht unbedingt erwartet, aber dieses Hinspiel, das war einfach sensationell. 8:0 gewannen die Turbinen da in Sassari. Das ist eine der größten Städte Sardiniens. Bei denen, die hier in Weiß von links nach rechts spielen in dieser zweiten Halbzeit, AST Torres, so heißt der italienische Meister, der zu Hause in der Liga ja so ein bisschen ähnlich dasteht wie auch die Turbinen. Beide sind im Moment nicht an Position 1, beide haben aber noch allerbeste Chancen, das zum Saisonende wieder zu schaffen. Und für die Damen aus Sardinien war das hier wirklich ein Riesenerfolg, dieses Viertelfinale zu erreichen. Haben knappe Ergebnisse gehabt in den beiden Runden zuvor, haben sich aber jeweils durchgesetzt und damit wirklich ein tolles Ding geschafft in dieser Saison. Aber was Turbine Potsdam dann angeht, den zweimaligen Champions-League-Sieger, das war dann doch eine Nummer zu groß in der Summe. Wobei man sagen muss, dass im Hinspiel die Italienerinnen besser mitgespielt haben, als es dieses Ergebnis von 0:8 aus ihrer Sicht aussagt. Turbine im Vorwärtsgang, aber kein Problem für Arianna Criscione. In diesem Fall kein Problem, muss man sagen. Die hat in der ersten Halbzeit sich schon einen ordentlichen Klops geleistet, zumindest an einem ordentlichen Klops mitgearbeitet, so könnte man es formulieren. Beim 2:0, das Lia Velti erzielt hat, hat sie einen Abstoß rausgespielt von der eigenen 5-Meter-Linie und dann ja, den Pass zu schlecht zurückbekommen. Und jetzt klingelt es auf der anderen Seite. Da ist Giulia Domenichetti, die hat sich da so ein bisschen durchgemogelt durch die Abwehr. Und so ein bisschen wirkte das, als verlässt sich da jeder auf die andere. Domenichetti also mit dem Tor, das so ein bisschen das erfüllt, was die Italienerinnen angekündigt hatten. Vor diesem Rückspiel, nach einem 0:8 im Hinspiel, sie haben gesagt, wir wollen unsere Ehre wiederherstellen und zeigen, dass wir nicht so schlecht sind. Und das haben sie durchaus bewiesen, auch am heutigen Tag. 1:2, also jetzt der Stand in diesem Rückspiel aus der Sicht der Italienerinnen. Asano Nagasato hat im Übrigen bereits nach 38 Minuten das 1:0 erzielt, nach einer etwas zäheren Anfangsphase, in der es relativ wenig Torchancen gab. Und dann 2 Minuten vor der Pause der benannte Abstoß von Criscione, ein Rückpass von Stracchi, der sie den Ball da kurz vor dem 16er hingeschoben hat. Und die wollte ihn zurückspielen, macht das Ganze zu kurz. Lia Velti geht dazwischen, schiebt ein. Eine einfache Sache für die Schweizerin, die heute von Anfang an dabei ist. Ja, nicht unbedingt immer eine Selbstverständlichkeit, zumindest auf der Position, wo sie da spielt, nämlich im Mittelfeld. Und damit kommen wir mal zu den Umstellungen, die wir bisher hier festgestellt haben bei Potsdam. 2 waren ja nicht dabei, 2 neue mussten rein. Und dafür wurde ein bisschen hin und her rochiert. Jennifer Kramer und Jennifer Zietz kamen neu in die Partie, übernahmen aber die Positionen auf Außen, links respektive rechts. Und Marem Jelde und Lia Velti, die übernahmen die beiden zentralen Positionen im Mittelfeld von Jennifer Kramer, Johanna Elsig und von Julia Šimić, die Mittelfeldregisseurin, die vor allem in der Offensive eben immer die Akzente setzt. Ja, und genau diese ordnende Hand, die fehlt manchmal so ein bisschen heute. Warum fehlt sie heute? Genau, weil die Julia neben uns sitzt. Grüß dich. Schönen guten Tag, freue mich hier zu sein. Tja, warum sitzt du neben uns? Das wollen wir natürlich auch noch kurz erklären. 2. gelbe Karte kassiert im laufenden Wettbewerb und deswegen gesperrt, genauso wie Johanna Elsig. Aber nach einem 8:0-Hinspiel, da kann man das verkraften. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben eine gute Ausgangslage uns verschafft im Hinspiel. Aber auch wenn ich gern hier bin, wäre ich vielleicht doch noch lieber auf dem Platz unten und würde da ein bisschen mithelfen, weil es vielleicht doch noch nicht so ganz flüssig aussieht. Aber ist natürlich auch klar, so ein Rückspiel dann nochmal mit voller Motivation anzugehen, immer ein bisschen schwierig, ein bisschen durchgewechselt, auch in der Mannschaft. Und die Italienerinnen wollen sich natürlich nicht nochmal so ein Ergebnis leisten, das ist auch klar. Wobei sie das jetzt nicht irgendwie mit Wut im Bauch machen, das muss man sagen, es ist eine sehr, sehr faire Partie. Da ist jetzt also keine unangenehme Stimmung auf dem Platz. Aber sie haben sich einiges vorgenommen, auch gerade defensiv. Was aufgefallen ist, eure rechte Seite, da passiert heute nicht allzu viel. Pauline Bremer, Lisa Evans, die haben die relativ gut im Griff. Ja, es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, auch weil die Italienerinnen schon sehr tief stehen. Ne? Also man sieht auch, die arbeiten schon mit Hand und Fuß in den Zweikämpfen. Das ist was anderes als in der Liga. Also da geht es schon mal ein bisschen temperamentvoller, sage ich jetzt mal, zur Sache. Und unsere rechte Seite eigentlich mit eben diesen beiden Spielerinnen, die eigentlich immer für frischen Wind auch sorgen, ist heute vielleicht
eben durch die tiefstehende italienische Mannschaft ein bisschen gehemmt. Ja, in diesem Fall haben sie wirklich mit Hand und Fuß gearbeitet, vor allem mit der Hand auch am Trikot von Jennifer Kramer. Deswegen gibt es völlig zu Recht diesen Freistoß. Gepfiffen im Übrigen von Gyöngyi Gál, der ungarischen Unparteiischen, die bislang ja, eher ein bisschen laufen lässt. Aber hier hatte sie natürlich keine andere Wahl, als diesen Freistoß zu pfeifen. Und da steht Tabea Kemme unter anderem bereit, die den mit rechts über die Mauer bringen könnte. Ja, versucht es flach, aber den hat sie wohl nicht ganz so optimal getroffen. Ja, Tabi hat eine ganz ungewöhnliche Schusstechnik. Wenn die den gut erwischt, dann geht der manchmal ganz unkonventionell auch Richtung Tor. Ja, die Richtung war gut. Ja. Das Pfund fehlte noch ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, man muss das Ganze natürlich realistisch einschätzen. 8-0 das Hinspiel, jetzt eine 2-1-Führung. Und das Ganze an einem Sonntagnachmittag bei 18 Grad strahlenden Sonnenschein. Tolle Sache, hier sind rund 3000 Zuschauer gekommen, um sich dieses Rückspiel anzusehen. Angesichts des deutlichen Ergebnisses aus dem Hinspiel ist auch das aller Ehren wert. Und tja, jetzt steht natürlich auch so ein bisschen im Vordergrund, das Risiko ein bisschen flach zu halten. Da war Lisa Evans, die gelegentlich immer mal wieder versucht, auf die linke Seite rauszurochieren. Auf der rechten ist sie ja eigentlich zu Hause und da ja gerade in den letzten Wochen und Monaten unglaublich gut drauf. Unheimlich erfolgreich, was ihre Vorlagen angeht, ist auch jetzt mittlerweile selbst dauernd am Tore erzielen. Aber sie hat da eine eisenharte Verteidigung mit Linda Tucceri. Das ist diejenige, die nach wenigen Sekunden im Hinspiel bereits ein Eigentor erzielt hat. Und damit fing das Desaster für Torres so ein bisschen an im Hinspiel. Vielleicht jetzt eine Möglichkeit für Ada Hegerberg. Die ist gerade eingewechselt worden zur Pause. Und ja, da kann man nicht anders sagen, das erinnert an den guten alten Gerd Müller. Ballannahme, Drehung angetäuscht, Drehung in die andere Richtung, rein damit. Das ist der Klassiker, von der rechten Außenbahn angespielt. Ada Hegerberg nach der Pause überhaupt erst reingekommen, hat die Position übernommen von Asano Nagasato. Ganz vorne drin in der Offensive. Nagasato hatte ja schon ihre Schuldigkeit getan. Und hier, ich glaube, Pauline Bremer war es mit der Vorarbeit. Und Ada Hegerberg mit dem Abschluss. Also 3-1, alter Abstand wiederhergestellt. Und zumindest seit der 38. Minute liefert Potsdam dann doch ein bisschen das, was der Trainer versprochen hat. Er hat gesagt, wir wollen Spaß haben, wir wollen den Zuschauern was bieten und nicht einfach nur die 90 Minuten abreiten. Und das hat unter anderem jetzt auch Ada Hegerberg hier umgesetzt, die gerade mal 18-jährige Norwegerin. 4 Treffer schon in der Bundesliga und jetzt auch ihr erster in diesem Jahr in der Champions League. Wechsel bei Torres. Die Isländerin Gislas Dottir geht raus. Für sie kommt Galli mit der 16. Ja, klassisch schön rausgespielt, dieses 3-1. Ja, das tut Ada auch vor allem sehr, sehr gut, die ja zuletzt auch angeschlagen war, jetzt 3 oder 4 Wochen auch nicht spielen konnte und jetzt seit letzter Woche wieder im Training dabei ist. Und eine sehr, sehr ehrgeizige Spielerin, die, glaube ich, in Norwegen auch einen ganz hohen Stand schon hatte, glaube ich, mit zu den besten Nachwuchsspielerinnen dort zählt. Und man sieht es ja auch, was sie für unglaubliche Qualitäten hat. Die Zuschauer werden, denke ich, noch die ein oder andere Situation und Aktion von ihr sehen können. Von der Veranlagung her ganz, 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 ganz reif und ganz, ganz weit schon in der Entwicklung. Ja, ist ja zusammen mit ihrer Schwester Andrine gekommen, die allerdings inzwischen weitergewandert ist nach Schweden. Ja. Aber Ada Hegerberg, ja auch in Norwegen, gilt sie als das ganz große Talent. Die ist 18 Jahre alt und schon Vize-Europameisterin. Ich glaube, das sagt schon einiges. 18 Länderspiele, 7 Tore gemacht. Ja, also wirklich Stammspielerin auch in Norwegen. Ne? Ja. Also die zählt da zu den, wirklich zu den Stützen und qualitativ halt wirklich auch noch ja, eine ganz hohe Nummer dort. Dann gerade in Norwegen hofft man eben an alte Zeiten wieder anknüpfen zu können, beziehungsweise hat das ja schon so ein bisschen getan mit dem Erreichen des Finals bei der letzten EM. Also im Moment gibt es dort eine richtig gute Mischung aus Jung und Alt in der Nationalmannschaft, die derzeit in der Lage ist, wirklich alle Top-Teams in der Welt zu gefährden. Ja, wir haben ja noch eine Norwegerin mit Maren Mjelde, mit der Nummer 5. Ja, die sich ganz heute flexibel zeigt, denn ganz flexibel, ja. Von rechts hinten ist sie mal auf die Sechserposition praktisch gerückt. Wo sie sich, glaube ich, auch, allerdings auch ein bisschen mehr zu Hause fühlt. Also kommt auch ursprünglich aus dem Mittelfeld und ja, hat sich dann quasi im Dienst der Mannschaft immer mehr zurückziehen lassen und ist da quasi zur Außenverteidigerin mittlerweile geworden bei uns.
Na, liegt natürlich auch am besonderen System mit der Dreierabwehr. Da hinten, da sind die Positionen eh immer so ein bisschen anders als mit einer klassischen Viererkette und ein oder zwei Sechsern davor. Da wird das Ganze sowieso anders interpretiert, das Bernd-Schröder-System eben. Ja, da brauchst du zwei schnelle Spielerinnen auf den Außen und einen Libero sozusagen. Und das haben wir da eben auch mit einer ganz zweikampfstarken Mjelde in der Regel und Tavea Kemme eben auch. Domenichetti war das eben, die Torschützin des Anschlusstreffers. Und da draußen wieder 13. Elisa Bartoli. Und die macht hier unangenehme Bekanntschaft mit Genoveva Anjonma. Anjonma ansonsten auch wieder mit einer guten Partie heute, wenn sie auch selber noch nicht zum Torerfolg gekommen ist. Man hat immer so das Gefühl, dann in der zweiten Halbzeit fängt sie das an zu wurmen. Die will unbedingt in jedem Spiel mindestens ein Tor machen und dann ist sie so ein bisschen gefrustet. Aber sie hat eigentlich klasse gespielt, hat sich wunderschön durchgesetzt vor dem Treffer von Nagasato zum 1:0 in der 38. Minute, hat den maßgeblich mit vorbereitet und die Japanerin brauchte dann nur noch direkt abzuschließen. Da haben wir Bernd Schröder, den 71-jährigen Chef von Turbine Potsdam. Der ist nicht einfach nur Coach, der ist Turbine. Kein Problem, diese Hereingabe für Ann-Kathrin Berger. Auch bei den Torhüterinnen haben beide Mannschaften im Vergleich zum Hinspiel gewechselt. Ann-Kathrin Berger darf wieder mal ran, nachdem Gudbjörg Gunnarsdottir hier eigentlich im Moment die Stammkeeperin ist. Ähnlich sah es auch bei Torres aus, ganz in Pink, dort hinten im Tor, pretty in Pink, Ariana Krishone anstelle von Gael Thalmann, die kennt man ja auch noch in Potsdam, die hat mal eine Saison hier gespielt, die Schweizer Keeperin, auch sie ansonsten die Nummer 1 bei ihrem Club und heute mal mit einer Pause. Und mit der 11, das ist Jennifer Kramer, immer die Gegenspielerin über die Klinge springen lässt. Die Gegenspielerin im Übrigen sicherlich derzeit die prominenteste Fußballerin in Italien, Patrizia Panico. Über die kann man Superlative ausschütten ohne Ende. Über 500 Ligaspiele, fast 600 Ligatore, 39 Jahre inzwischen alt. Sie ist die Ikone des italienischen Frauenfußballs. Und auch in der Nationalmannschaft nach wie vor eine feste Größe. Aber das ist eben auch ein Riesenkompliment an die Potsdam-Abwehr. Von Patrizia Panico war in diesen beiden Spielen praktisch nichts zu sehen. Ja, die hat sich im ersten Spiel schon sehr, sehr aufgerieben und auch heute immer wieder im Ansatz. So, jetzt Ada nochmal. Ada Hergerberg, abgeblockt. Aber man merkt natürlich, wenn da so eine erfahrene Spielerin, die auch sehr, sehr abgezockt ist, viel auch aus dem Stand macht, weil sie, glaube ich, mit ihrer Athletik gar nicht mehr so mit den ganz jungen Spielerinnen mithalten kann, was da für eine Erfahrung einfach dahinter steckt. Das merkt man, denke ich, auch in dem einen oder anderen Zweikampf. Da muss man mal mit den Abwehrspielerinnen sprechen, die weiß ich schon auch zu helfen. Ne? Wenn es dann mal ein Zweikampf ist, vorhin hatte sie eine Situation, wo sie gegen 3, 4 Potsdamerinnen einfach mal locker den Ball behauptet hat, mit 2, 3 Tricks, Drehungen und dann noch die Anspielstation gefunden hat. Da hat man gesehen, was sie technisch drauf hat. Die kann einen wirklich auf dem Bierdeckel schwindlig spielen. Jetzt gibt es hier die erste Gelbe der Partie. Und die gibt es für Pauline Bremer. So ist es, Pauline Bremer. Bei ihr hat das keine Konsequenzen. Es gibt 4 weitere bei Potsdam, die vorbelastet sind. Und die möchte man natürlich trotzdem gerne nächstes Mal dabei haben. Denn es geht ja, wir dürfen ja nun davon ausgehen, dass dieses Viertelfinale hier, die Qualifikation für die nächste Runde, dass die kein Thema mehr ist. Und im Halbfinale geht es gegen den VfL Wolfsburg. Wir haben es gerade gesehen, die haben sich in Barcelona, wie schon im Hinspiel, auch durchgesetzt. Und das heißt Halbfinale Potsdam. Zuerst zu Hause und dann auswärts gegen Wolfsburg. Das Ganze Ende April, Kopfballmöglichkeit. Auch das ein Indiz dafür, dass bei Potsdam die Konzentration, sagen wir mal, jetzt nicht mehr bei 100% ist. Torres kommt jetzt gelegentlich zu Torchancen. Und einen Treffer haben sie auch gemacht. Also wie gesagt, Ende April wird es dann 2 Duelle mit Wolfsburg geben. Und genau am Rückspieltag wäre auch noch das Bundesligaspiel von den Turbinen gegen Wolfsburg gewesen. Aktuelle Zweite gegen Dritte also, beziehungsweise Vizemeister gegen Meister und Champions-League-Sieger und alles. Also dann hätte man 3-mal in einer Woche spielen müssen. Das soll so nicht sein, vernünftigerweise. Also wird das Bundesligaspiel ein bisschen nach hinten geschoben in den Mai. Man hat ja Zeit, die Saison geht ja eh bis zum Juni. Ja, sehr.
sehr lange. Ne? Ich habe, glaube ich, auch noch nie eine Saison bis Mitte Juli gespielt. Lange. Aber soll so sein und ist uns recht. Geht vielleicht ein bisschen aufgrund der Sommerpause. Wobei die Champions League schon früher vorbei ist. Da ist Finale am 22.05. im Estadio Dures Delo. Das liegt in Lissabon. Zwei Tage vor den Männern sind da die Frauen dran mit ihren Champions League-Finale. Die Männer sind ja dann im Estadio da Luz in Lissabon mit dem Champions League-Finale. Naja, und auch dieses Jahr hoffen wir bei beiden auf reichlich deutsche Beteiligung. Bei den Damen, bei den Frauen kann es ja nur eine sein, eine Mannschaft, da die beiden Vertreter im Halbfinale aufeinandertreffen. Arsenal oder Birmingham wird ein Halbfinalist werden. Tyresö, die Schwedinnen, sind ein weiterer. Linda Tuccieri, die diesmal mit ihrem linken, in dem sie einen ordentlichen Bums drin hat, dieser linke Fuß, da hat sie ein paar Mal schon Bälle da hinten rausgehauen, da musste man einfach mal schnell in Deckung gehen, um den nicht abzukriegen aus Sicht der Potsdamerinnen. Wirklich eine ordentliche linke Klebe. Diesmal kann sie sich da nicht befreien und Ecke für die Turbinen. Tuccieri Cimini derweil auch gelb gesehen. Ada Hegerberg kommt sie nicht ganz ran. Anjonma aus dem Hintergrund. Ja, Ayo muss man immer ein bisschen, also ist der Spitzname von Anjonma, muss man immer ein bisschen erklären, dass ein Tor vorzulegen genauso viel wert ist, wie ein Tor zu schießen. Also es stimmt schon, dass Ayo da immer sich sehr wurmen lässt, wenn sie eben selber die Kiste nicht trifft. Und da muss man ihr immer ein bisschen gut zureden, weil sie ja, sich da schon ein bisschen hängen lässt, immer gern. Aber sie ist schon unglaublich wichtig auch für uns. Auch natürlich ein bisschen fürs Optische, weil sie sehr, sehr viel am Ball auch kann. Da haben wir eben noch mal die Kopfballchance zuvor von Patricia Panico gesehen. Es war die erste Chance eigentlich von ihr im Spiel. Ja, man sieht wirklich wenig. Ich denke, sie hat auch wenig Unterstützung nach vorne. Ne? Also sie ist oft so wirklich die alleinige Front da vorne. Und das ist natürlich schwer gegen unsere Abwehrspielerin. Und vor allem noch die gute persönliche Betreuung, entweder durch Stefanie Drafs oder Tabea Kemme. Die blaue Wand. Da ist Stefanie Drafs, die hier erstmal den Spielaufbau übernimmt. Ja, im Hinspiel waren die Italienerinnen etwas offensiver. Die haben da auch unser System angenommen, also wirklich mit dieser Dreierkette und dann fünf im Mittelfeld und zwei nochmal da vorne. Und das haben sie jetzt halt ein bisschen reduziert nach hinten, eher ein paar Leute aufgestockt. Da kommt der Pfiff der ungarischen Unparteiischen, Gyöngyi Gál, die den Frauenfußballfans vielleicht auch noch in Erinnerung ist. Vielleicht können Sie sich erinnern, die Weltmeisterschaft 2011. Da gab es so eine Situation, die betrifft auch Genoveva Anjonma, die war nicht unmittelbar beteiligt. Aber Äquatorial Guinea gegen Australien, da fing eine der Afrikanerinnen plötzlich den Ball im Strafraum und merkte, oh, war gar nicht abgepfiffen, legt ihn wieder hin und spielt weiter. Ja. Und Gyöngyi Gál hat das durchgehen lassen. Ja. Legendäre Geschichte. Ich glaube, das hat jeder im Stadion gesehen, außer sie selbst. Ja. Also das, Und dann gab es noch dieses Champions-League-Halbfinale Frankfurt gegen Montpellier, wo Montpellier 20 Minuten vom Feld war. War auch Gyöngyi Gál. Also wünschen wir ihr nicht, dass Ähnliches heute passiert. Freistoß für Potsdam erstmal. Der geht ein bisschen weit über den 16er weg. Und erstmal Entlastung von Giulia Domenichetti. Patricia Panico. Hat sofort gedoppelt. Und sofort ist sie den Ball los. Der ist im Seitenaus, Einwurf blau. Quatsch, weiß natürlich. Also, Bartoli, Domenichetti. Wieder Bartoli, Anjonma arbeitet da gut mit nach hinten. Und das Ganze auch noch erfolgreich. Ballverlust von Daniela Stracchi. Die war lange verletzt, seit Oktober, Kreuzbandriss, die übliche Geschichte. Hat hier ihr erstes Spiel wieder von Anfang an bestritten. Zuvor schon ein, zwei Mal eingewechselt worden, aber es ist noch Teil ihres Comebacks quasi. Langer Ball von Stefanie Drafs. Ada Hegerberg kommt da fast ran.
und Panico. Ja, schön gesehen. Bisschen zu kurz der Ball, der da in Richtung Sandy Janella kommt. Lisa Evans. Nächste Ecke für Potsdam, die sich die Schottin auch gleich bereitlegt. So, gleich werden wir voraussichtlich auch noch Natascha Andonova sehen. Die macht sich gerade zur Einwechslung bereit. Aber erstmal die Ecke von Evans. Ada Hegerberg. Und gerade mit den Fingerspitzen dran an Jonma. Wenn Pauline Bremer das geahnt hätte. Da hat sie die Füße nicht wegbekommen vom Boden, ne? Der ging zwar vorbei von Anjonma, aber wenn sie den reingehalten hätte einfach, hätte was draus werden können. Ada Hegerberg zuvor mit der Kopfballmöglichkeit und ein bisschen wackelig geklärt von Arianna Criscione. Die Keeperin klingt italienisch im Übrigen, ist aber gebürtig aus New York. Aber na klar, italienische Vorfahren hat sie. Na, sieht so aus, als hat Bernd Schröder da auch noch mal ein paar freundliche Worte aufs Spielfeld fliegen lassen. Was ja nicht unüblich ist, ne? Potsdam jetzt wirkt noch mal ein bisschen konzentrierter. Ja, Bernd Schröder, also in der Viertelstunde vorher. Ja, ihm ist sowas ganz wichtig, dass wir auch hier vor dieser großen Kulisse, die wir auch Woche für Woche haben, auch wirklich immer vollen Einsatz zeigen und den Zuschauern einfach auch was bieten. Und da ist das Hinspiel hochgewonnen hin oder her, ist ihm völlig egal. Er will da, dass wir mit einer engagierten Leistung auch auf den Platz gehen und ja, einfach auch den zahlenden Zuschauern hier was bieten können. Und das, glaube ich, ist auch verständlich. Er hat ja auch die Anfangsformation unverändert gelassen, auch im Vergleich zu den letzten Bundesligaspielen in großen Teilen. Lediglich euch beide Gesperrte ersetzt, das war zwangsläufig. Ja. Und die Keeperin mal getauscht, damit Ann-Kathrin Berger auch wieder Spielpraxis bekommt. Aber ansonsten standen genau dieselben auf dem Platz wie auf dem Hinspiel. Ja. Wie wir beim Hinspiel. Ja, für ihn hatte schon einen hohen Stellenwert. Einfach sich immer gut zu verkaufen und immer gut zu zeigen. Und da darf man sich nicht hängen lassen, sonst kommen eben ja doch die ein oder anderen bösen Wörter mal aufs Spielfeld geflogen. Jetzt ein bisschen rumrotiert. Jennifer Kramer spielt jetzt da fast schon hinten links und Tabea Kemme zentral. Aber da haben sie nur ein bisschen rumgeschoben. Und jetzt gibt es den Wechsel. Antonia Göransson kommt gleich mit. Also noch mal ein bisschen Offensivbelebung bei den Turbinen. Anjonma hat sich abgearbeitet, aber sie hat ein gutes Spiel gemacht. Ein, zwei Distanzschüsse nicht voll getroffen. Die sind ja so ein bisschen über den Schlappen weggerutscht. Das ärgert sie immer, denn sie kann ja auch aus der Distanz treffen. Jetzt hat sie Pause, kann sich erholen für die nächsten Aufgaben. Und Natascha Andonova kommt rein, genauso wie Antonia Göransson. Die Schwedin. Toni jetzt auf der linken Außenbahn unterwegs und Tabea Kemme macht da Platz. Ach, deswegen auch schon vorab quasi die Umstellung. Jennifer Kramer nach hinten, die übernimmt jetzt praktisch Kemmes Platz. Ganz genau. Tabea, jetzt neu im Spiel mit der Rücknummer 16, Natascha. Antonia Göransson ist ja auch eine Spielerin, die unglaubliche Qualitäten hat. Also ich kenne kaum eine Spielerin, die so explosiv ist, einfach von der Athletik so gut ausgebildet ist wie eben Toni. Das ist ja eine der besten Linksaußen einfach, die unterwegs ist. Die allerdings ihre Stärken noch öfter besser einsetzen könnte. Also das schafft sie noch nicht immer ganz, dass sie, wenn sie dann spielt, auch diese Sachen einfach umsetzen kann. Da, glaube ich, fehlt ihr einfach noch ganz viel Konstanz, aber vom Ansatz her wirklich mit das Beste, glaube ich, was es im Frauenfußball gibt. So, und das gilt auf der rechten Seite im Moment auch für Lisa Evans. Die Schottin, die vor einer Weile in der Champions League quasi entdeckt wurde nebenbei von Bernd Schröder, als ihr die Glasgow City Ladies mal eben verhauen habt. Ja, so mit relativ eingesammelt ordentlich. Worden, genau. Ja, aber da machte sie sowohl im Hinspiel, ich war selber da, kann mich noch gut erinnern, als auch im Rückspiel, eine tolle Partie, bekam ein Vertragsangebot und seitdem ist sie in Potsdam. Das war Pauline Bremer. Ja, Lisa ist auch eine der schnellsten Spielerinnen in unserem Kader, also was sie auch für Anlagen hat, wenn die ist jetzt richtig in Fahrt gekommen und dann rollt das Ganze, der Schotten-Express. Oh, nächste Möglichkeit, Maren Mjelde, mal als Mittelstürmerin. Die andere Norwegerin im Wechselspiel mit Ada Hegerberg da vorne.
im 16er. Normalerweise ist sie ja häufig rechts hinten zu Hause im Wechselspiel mit Jennifer Zietz, je nachdem wer da anfängt. Oder eben im defensiven Mittelfeld. Da war Göransson am Ball, Jennifer Kramer, Ball im Seitenaus. Und Adonova kriegt noch einen kleinen Text von dem Chef. Der Mann, der seit 43 Jahren hier im Club das Sagen hat. Ich glaube, Bernd Schröder ist auch ein großer Stein vom Herzen gefallen, als wir diese 8 Tore eben auch schon im Spiel schießen konnten und ja, mehr oder weniger so gut wie weiter schon waren, weil ihm das natürlich auch ganz, ganz viel bedeutet und viel wert ist, dass man natürlich diese Champions League auch sehr gut gestaltet. Tja, und vor allem haben wir jetzt, manche sagen, 2 Endspiele innerhalb von in Deutschland innerhalb von einer Woche, die Duelle mit Wolfsburg. Denn egal, wer sich da durchsetzt, der ist Favorit im Finale. Ja, das ist leider so, muss man leider sagen, weil ja noch irgendwie dann einer nicht ins Finale kommen kann. Aber ich denke, das werden 2 Spiele, die 50-50 sein werden von vornherein. Und wir hoffen natürlich aufs bessere Ende für uns. Großer Vorteil von Potsdam, auch gerade in dem Duell mit Wolfsburg, wo ja doch alles auf 2-3 ganz wichtige Spielerinnen zugeschnitten ist, ist interessanterweise die Torschussbilanz von Potsdam. Die haben jetzt mittlerweile in der Champions League 24 Tore erzielt. 1 davon war ein Eigentor, 23 also selbst gemacht mit 12 verschiedenen Torschützinnen. Ja, das ist glaube ich schon auch unsere Stärke. Also eine Zeit lang wurde es bemängelt, dass unsere Stürmer nicht mehr treffen, obwohl wir 3 immer haben, immer auf dem Platz. Aber im Endeffekt ist es ja völlig egal, wie du sagst. Und das ist schon, denke ich, eine Qualität, dass auch jeder das Tor einfach treffen kann bei uns. Ja, beim 8-0 warst du die einzige Doppeltorschütze. So sieht's aus. Habe ich auch noch nicht so oft erlebt. Aber immerhin in 2 verschiedenen Halbzeiten. Ich habe sie mir aufgehoben so. Da haben wir auch zum Beispiel mit Asano Nagasato, also der Torschützin zum 1-0, eine Spielerin, die total uneigennützig ist und unser Spiel dadurch auch total belebt, eben vorne drin als Stürmer auch mal den Ball einfach quer zu legen. Und das tut unserem Spiel momentan auch sehr, sehr gut einfach. Scheint in der Erbmasse zu liegen. Yuki war auch nicht viel anders. Ja, wobei Yuki ein bisschen torgefährlicher noch war, weil sie auch noch ein bisschen besseren Kopfball hatte, ein bisschen größer war als Asano, ein bisschen schneller. Aber Asano macht sich so seit der Rückrunde immer mehr und kriegt dadurch auch immer mehr Einsatzzeiten. Und das spiegelt sich halt dann auch wieder, ne, in der Qualität. Sabrina Marchese kommt rein für Daniela Stracchi. Das war im Prinzip die einzige Veränderung der Feldspielerinnen im Vergleich zum Hinspiel. Marchese hatte da von Beginn an gespielt und Daniela Stracchi, wie gesagt, jetzt gerade aus der Reha raus und mit dem Aufbautraining fertig nach ihrem Kreuzbandriss. Die war vor einer Woche noch nicht so weit. Diesmal konnte sie anfangen, ist auch ansonsten vor ihrer Verletzung die Stammspielerin gewesen. Jetzt also Sabrina Marchese wieder drin, die eigentlich so ein bisschen offensiver veranlagt ist als Stracchi. Jetzt neu im Spiel für der Rücknummer 17, Sabrina Marchese. Hat auch in dieser Saison schon mal einen Treffer erzielt in der Champions League. Truppe aus Sardinien, aus Sassari, hat sich ja unter anderem gegen den österreichischen Vizemeister und Pokalsieger St. Pölten durchgesetzt. Knappe Sache, 2-2 auswärts, 3-1 zu Hause. Und dann gegen die Russinnen von Rossi Janka, die kennt ihr auch noch aus dem letzten Jahr. Ja, ich war letztes Jahr noch nicht hier, Brasilien aber dabei und so. Ja, ganz genau, die haben immer einen ganz Multikulti-Kader. Da hat man in Moskau 0-1 verloren und zu Hause dann 2-0 gewonnen. Also die 2 Runden zuvor, die waren relativ eng. Aber wenn wir von eng reden, naja, was war das für Drama mit Potsdam im Achtelfinale? 0-1 zu Hause, 0-1 in Lyon hinten und dann noch 2-1 gewonnen. Eine absolute Wahnsinnssache da. Ja, da sieht man, was der Fußball wirklich auch manchmal für Geschichten schreiben kann. Also wir waren ja wirklich schon raus, vor allem als wir das Hinspiel 1-0 verloren hatten und dann auch schon 1-0 hinten lagen dort in Lyon. Und nicht nur gegen irgendjemanden, sondern gegen Lyon, Olympique Lyon, den zweifachen Sieger. 5 Jahren auch kein Spiel mehr zu Hause verloren hatten. Und das war schon eine Mega-Statistik, gegen die wir da gespielt haben. Und das wussten wir alle. Und dann hat es uns erst richtig gekitzelt eigentlich. Und dann das Spiel da noch zu drehen, war dann schon ein richtig cooles Gefühl. Tja, und die Belohnung, die ist heute hier auf dem Platz. Und dann eben im April am 19. oder 20. und 26. oder 27. Das sind die beiden Wochenenden, die für die Champions League Halbfinals freigehalten werden, beziehungsweise noch freigeräumt werden, so muss man es genauer sagen.
Also an diesen beiden Wochenenden, die letzten beiden Aprilwochenenden, da gibt es dann die großen Champions League-Duelle gegen Wolfsburg. Naja, und in der Bundesliga warten ja auch noch genug Aufgaben. Dann das Bundesligaspiel eben gegen Wolfsburg. Und am vorletzten Spieltag gegen den aktuellen Tabellenersten. Gegen den ersten FFC Frankfurt. Am 1. Juni wird das der Fall sein. Da wird dann möglicherweise die Meisterschaft entschieden. Jetzt erstmal hier noch eine weitere Tormöglichkeit. Nee. Antonia Göransson hätte da vielleicht auch selber einen Abschluss suchen können. Im Moment sieht es in der Bundesliga ja auch wieder gut aus für die Turbinen. Nachdem der FFC Frankfurt Pünktchen gelassen hat gegen Leverkusen, 0-0. Das war eine kleine Überraschung. Und jetzt hat man ein Spiel weniger und 2 Punkte Rückstand. Kann also aus eigener Kraft wieder an die Tabellenspitze klettern, wenn dann das Spiel gegen Hoffenheim nachgeholt wird. Ja, da muss man sagen, Frankfurt hat bisher noch nicht wirklich gepatzt. Und gestern war eben mal, war es mal soweit. Und wir müssen natürlich diese Vorlage dann auch zu verwerten wissen, wenn wir dann dran sind. Marin Mjelder hat da was auf die Socken bekommen. Das meinte ich eben, dass die Italienerinnen da schon zu Werke gehen können, wenn es auch nicht so böse aussieht. Das tut schon richtig weh. Beim Eishockey ist es erlaubt. Ja. Ist dann der Bodycheck, oder? Genau. Und einen bösen Blick gibt es auch noch hinterher. Also. Antonia Göransson versucht da viel zu stören, versucht ein bisschen Bewegung reinzubringen. Natascha Andonova, die muss quasi sich hinter ihr einordnen im linken Mittelfeld. Das ist ja auch nicht so unbedingt gewohnt. Nee, das mag sie, glaube ich, auch nicht so gern. Das ist schon so eine Vollblutstürmerin, die, glaube ich, am liebsten vorne oder eben auf der linken Seite vorne ist. Aber das wäre fast ein klasse Pass geworden von ihr. Die einen unglaublich guten linken Fuß hat. Also die kann da Bälle reinzirkeln, das ist so ihre Stärke, aber die Linie hoch und runter rennen mag sie eigentlich nicht so gern. Ja, und schon gar nicht aus dem defensiven Mittelfeld raus. Genau. Aber das ist eben auch unsere Stärke. Also, dass wir vorne die drei Stürmer, da ist keiner der klassische Mittelstürmer und keine eigentlich die Außenstürmer, die wechseln eigentlich ständig. Und das macht es für die Gegner natürlich auch oft schwer. Ja, ist ja die klassische Rotation da vorne. Okay, eine Lisa Evans, die bleibt dann doch meistens außen auf dem Flügel und taucht selten in der Mitte auf. Aber in der Mitte, da ist eben mal eine Anjonma zugange, dann ist Nagasato wieder zugange. Früher Yuki und jetzt eben ihre Schwester. Und gelegentlich taucht dann auch mal eine Julia Šimić auf, ja, im Strafraum, wenn sie mitspielen darf. Wenn ich mal mitspielen darf, genau. 80. Spielminute, erneuter Wechsel bei unseren Gästen, den ASG Torres CF. Die Spielerin mit der Rückennummer 13, Elisa Bartoli. Jetzt neu im Spiel mit der Rückennummer 24, Eleonora Piacetti. Also, Eleonora Piacetti ist reingekommen für Bartoli. Noch ein letzter Wechsel also bei den Gästen. Die Gäste im Übrigen von der Associazione Sportiva Dilettantistica Torres Calcio Femminile. Hört sich sehr italienisch an. So einen langen Clubnamen kann man haben. Ne? Besteht aus 6 Worten und die sind teilweise auch noch relativ lang. Ja, dieses Associazione Sportiva Dilettantistica, das klingt im Deutschen schlimmer, als es eigentlich ist. Das heißt eigentlich nur Amateursportverein. Da war natürlich mancher geneigt, nach dem 0-8-Hinspiel das zu wörtlich zu nehmen. Aber das darf man nicht, das ist dann schlicht und einfach eine falsche Übersetzung. Dazwischen gegangen, Marem Yelde sofort auf ihre Landsfrau Ada Hegerberg durchgesteckt. Jetzt müsste noch eine in der Mitte mal rein rotieren und sich da anbieten. Aber dann wird es zu eng auf der linken Seite.
So, noch ein Versuch. Sandy Mendley, die Schweizerin. Ehemalige Teamkollegin von Lia Velti bei den Young Boys in Bern. Ja, die kennen sich auch, denke ich, noch ganz gut. Also, die haben ja auch schon auf dem Platz jetzt die ein oder andere Bekanntschaft in der ersten Halbzeit schon gemacht. Ja, nicht immer ganz freundlich. Genau, lang doch schon mal gut zur Sache. Ich kann Mendley. Mich erinnern, Mendley hat Velti da einmal ziemlich niedergestreckt. Ja. Ah, schöne Flanke. Ada Hegerberg, 5 cm zu kurz. Das ist eben das Gute bei uns. Göransson über rechts diesmal. Ja, diesmal über rechts, genau. Aber du kannst bei uns eigentlich 3 oder 4 Leute einfach mal reinwerfen, die vielleicht auch länger mal auf der Bank saßen. Und da merkst du keinen Leistungsunterschied. Wir haben da einen sehr, sehr ausgeglichenen Kader. Und ich denke, das ist bis auf 1, 2 Mannschaften in Deutschland sehr... Ja, einfach eine Rarität. Also das ist ganz selten. Ich komme von Bayern München und das war immer so die Breite. In der Spitze waren wir gut, in der Breite eben immer so ein bisschen, ja, ist schon ein bisschen abgefallen von der Qualität her. Und das ist eben auch in dieser Saison wieder unsere ganz große Stärke eben hier auch. So, Jundi Gahl hat wenig Schwierigkeiten gehabt mit diesem Spiel bisher. Aber wie gesagt, nach so einem Hinspielergebnis, da geht es halt dann doch vielleicht mit ein paar Prozent weniger Ehrgeiz zur Sache dann doch, vor allem wenn es in die Zweikämpfe geht. Alle haben noch was vor in der Liga. Solange es unser Trainer nicht hört, ist das, glaube ich, auch. Kann man das so sagen? Naja, es ist ja auch verständlich. Natürlich. Es wäre jetzt völlig sinnlos, da irgendwelche Tacklings an der Mittellinie anzusetzen. Wenn man sich anguckt, was beide da noch vor sich haben. In Italien ist ein bisschen früher Schluss, da ist der letzte Spieltag, der 10.5. Da spielt Torres zu Hause gegen Brescia, das ist der aktuelle Tabellenführer. Die liegen 8 Punkte davor, aber Torres hat auch noch 2 Spiele nachzuholen, wenn sie die beide gewinnen. Unter anderem demnächst das Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten Tarragnaco. Dann wären sie schon mal auf Position 2, gewinnen sie das zweite Nachholspiel auch, dann wären sie auf 2 Punkte dran an Brescia und haben die am letzten Spieltag zu Hause. Also Torres kann sogar noch zum 5. Mal in Folge, zum 8. Mal insgesamt Meister werden in Italien. Patrizia Panico. Und der Querpass genau in die Füße von Natascha Adonova. Lisa Evans hat die Position getauscht mit Antonia Göransson, ist jetzt auf links und sucht in der Mitte Ada Hegerberg. So spielt man's. Das ist unser Spiel, eben über die Außen die Schnelligkeit ausspielen und dann sauberen Ball nach innen, so schießt man Tore. Und Torvorbereitung mit links von Lisa Evans. Hegerberg rutscht da schön rein. Antonia Göransson hat sozusagen dahinter das Tor noch abgesichert. Wenn Hegerberg es nicht gepackt hätte, dann hätte die Schwedin den Fuß hingehalten. Ball kam von der Torauslinie, logischerweise kein Abseits. Klasse gespielt, klassisch ausgekontert. Danke. Ada Hegerberg also zum 2. und fast zum 3. Gut pariert von Arianna Crisone. Ja, vorhin habe ich gesagt, Lisa Evans taucht eher nicht in der Mitte auf. Schon ist am Elfmeterpunkt unterwegs. Ist aber jetzt von links nach innen gerückt, einfach weil der Ball rechts draußen war. Ich glaube, sie hätte auch nichts dagegen, noch ein Tor zu schießen. Also vielleicht will sie auch ein bisschen torgefährlicher noch sein, mal in der Mitte. 5 Assists in dieser Champions League-Saison, also unmittelbare Torvorbereitung. 3-mal selber getroffen, 3-mal auch in der Bundesliga. Die 21-jährige Schottin hat sich spätestens in dieser Saison wirklich zu 100% etabliert. Das Einzige ist immer noch... Das sprachliche Problem, wenn sie mal wieder Englisch sprechen möchte, weil ihr Schottisch versteht keiner. Nein, aber das kann sie mittlerweile. Also man kann sie verstehen, man kann sich auch mit ihr unterhalten. Außerdem spricht sie ganz ordentlich Deutsch. Ja, das ja. Aber wie gesagt, wenn sie mal wieder Englisch sprechen will und dann in diesen schottischen Akzent fällt. Ja.
hat man manchmal Schwierigkeiten festzustellen, welche Sprache das ist. Wobei das bei uns oft einige Barrieren gibt. Also wenn man mal die Namen durchgeht, da tauchen ja wenig Deutsche eigentlich auch auf. Und wir sind da sehr multikulturell auch angehaucht. Und was da manchmal gesprochen wird, auch unter der Dusche oder in der Kabine, da komme ich selbst manchmal nicht so ganz mit. Aber irgendwie versteht man sich. Ja, total. Manchmal ist es auch ganz witzig. Und da steht man mittendrin mit seinem Fränkisch. Ja, und kommt irgendwie auch nicht so weiter, ne? Versteht dann keiner, warum man das R so rollt. Jennifer Kramer auf ihrer neuen Abwehrposition, jetzt unter Druck. Und nochmal eine Schusschance tatsächlich für Giulia Domenichetti, die den bislang einzigen Treffer für Torres erzielt hat in diesem Duell. Aber kein Problem für Ann-Kathrin Berger. Berger hätte sich auch noch den ein oder anderen Schuss mehr auf ihr Tor heute gewünscht, einfach um sich ein bisschen zeigen zu können nach zuletzt einigen Spielen auf der Bank. Das ist vielleicht ein bisschen schade für sie, dass dann auch gleich das eine Tor fällt, aber sie ist schon eine sehr, sehr gute Torhüterin, das muss man schon sagen. Tja, Lisa Evans, die schiebt sich jetzt tatsächlich konsequent vor Ada Hegerberg in die Mittelstürmerposition. Trotz Reaktion. So, Göransson, wo ist die Kugel? Jennifer Zietz, ja zuletzt auch nicht immer in der Stammformation von Beginn an. Aber wenn sie dann da eben gebraucht wird, dann ist sie immer souverän und zuverlässig. Jenny ist nicht nur auf dem Platz auch wichtig, die ist auch neben dem Platz ganz, ganz wichtig. Die hält so die Truppe immer zusammen und ist für die Harmonie immer zuständig. Und da sind wir schon froh, dass wir so einen Charakter einfach auch in der Mannschaft haben. Ich kenne Turbine Potsdam auch nur mit Jennifer Zietz, also die gibt es irgendwie auch schon immer. So, 3 Minuten Nachspielzeit also hier in dieser Partie. Warum, können wir uns natürlich auch fragen, aber freuen wir uns drüber. Können wir noch ein bisschen was erzählen? Ada Hegerberg will unbedingt den Hattrick. Auch da wieder die norwegische Bedrohung fürs Torres-Tor. Die beiden Norwegerinnen Schulter an Schulter. So, und die Fans haben das bekommen, was der Trainer versprochen hat. Tore, 4 Stück. Und ein munteres Spielchen. Dazu noch Granatenwetter, besser kann man es nicht haben. So verbringt man am liebsten die Sonntage in Potsdam. Das ist schon bemerkenswert, dass trotz dieser hohen Hinspiel... Ja, Auftakt Sieges, dass so viele Zuschauer trotzdem noch gekommen sind. Da muss man schon immer sagen, das ist wirklich beeindruckend, was Potsdam hier einfach hergibt, auch an Zuschauern und an Unterstützern hier für Turbine. Schuss aus der Distanz nochmal von der Schweizerin, von Sandy Mendley. Antonova. Da wurde da ein bisschen gehalten am Arm, kriegt noch den Freistoß. Domenichetti konnte sich da nicht mehr anders wehren, sonst wäre Antonova weg gewesen. Patricia Panico beschwert sich zum gefühlten 38. Mal, dass sie keinen Freistoß bekommt. Sie ist auch neben der Tatsache, dass sie die überragende Stürmerin Italiens ist in den letzten 2 Jahrzehnten fast schon, sie ist auch durchaus diskutierfreudig und immer gesprächsbereit. Ja, er ist es auch. Gar keine Frage.
Bernd Schröder hat heute auch einen sehr aktiven Tag. Gibt ja auch so Tage, wo er immer seinen Lautsprecher Dirk Heinrichs nach vorne schickt. Stimmt, Dirk Heinrichs habe ich heute auch noch nicht aber so viel gehört. Heute arbeitet er für die eigene Fitness. Sein Gegenüber, bestens gelaunt, Manuela Tesse, die seit 2012 die Mannschaft des siebenfachen italienischen Meisters trainiert. Auch langjährige Nationalspielerin, fast 90 Länderspiele gemacht. Und dann hat ein zerlegtes Knie ihre Karriere im Alter von 28 beendet. Oh, schöner Schuss da. Maren Mjelde, heute ist Norwegen-Festival. Oh, den hat sie aber auch satt getroffen, besser ging's kaum. Ariana Krishone zwar noch da in der Nähe mit der Hand, aber wenn der eingeschlagen hätte, glaubt, da hätte sie nichts gemacht. Die letzten Sekunden ticken runter von der angekündigten Nachspielzeit. Jönji Gahl schaut auch schon auf die Uhr. Und jetzt ist Schluss in Potsdam. Also 12:1 in der Gesamtaddition. Viel überzeugender kann man wohl nicht in ein Champions League-Halbfinale einziehen. Es war heute natürlich nicht mehr die große Brisanz drin nach diesem 8:0 im Hinspiel. Aber dennoch ein sonniger, fröhlicher Fußball-Nachmittag. So ab der 38. Minute gab es dann auch in regelmäßigen Abständen Tore zu sehen. Tore von Nagasato, von Velti und zweimal Ada Hegerberg, die dicht dran war, hier auch noch ein drittes oder gar viertes zu schaffen. Da darf Bernd Schröder auch zufrieden sein, auch wenn das Spiel ab und zu mal nicht war. Aber die Mädels haben das gemacht, was ihr immer verlangt, auch bei solchen Spielen, wo es eigentlich um nichts mehr geht. Sie haben dem Publikum was geboten. Julia Simic hat uns auch was geboten, nämlich viele interessante Infos. Danke dafür. Sehr gerne. Potsdam steht also im Halbfinale. Wir wünschen Ihnen und unseren Gästen eine gute Heimreise und hoffen Sie schon.